Hallo miteinander, wir stehen heute hier zu Like vor der Kita Purzelbäum. Mit mir die 8 RRO Mittagsberliner von der Bäckerei Sahistro. Und wir gehen jetzt überraschen und schauen, ob sie bereit sind. Guten Morgen miteinander! Guten Morgen! Wow! Seid ihr nicht, wer sich bestellt hat? Hier den Stefan, wer ist das Teil? Ja? Schau mal! Ein Blöd! Ja, wird ja wahrscheinlich halbieren. Was verdienen Sie denn jetzt? Ciara. Und bei mir ist jetzt eine von den Leiterinnen hier. Und zuerst einmal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, oder wie hast du erfahren, dass wir hier vorbeikommen? Wir haben eine Mitarbeiterin gefunden, hat das wieder einmal eine coole Idee. Und die hat sich bei ihr gemeldet und hat mir nachher gesagt, ob ich vorbeikommen kann, weil ich sie gerade am Montag am Morgen überrasche. Wie ist es so? Das ist ja völlig Siesta Berlin. Verzichtest du sie so auf Siesta im Jahr oder geht es nicht? Hast du überhaupt gerne? Ich habe gerne Berlin. Nein, ich mache das eigentlich noch gelust. Dann wollen Sie mir sehen, dass Sie etwas. Ja. Ich weiss, Kinder, da hocken ja so einige so ein paar so Blut im Kreis. Die haben doch am liebsten vom Berliner eigentlich den Konfitüre. Wobei es so drehend hat doch so frei, sobald wie man den Konfitüre sieht. Ist das bei dir auch noch so? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Berliner, der wenig Konfitüre drin hat. Das ist schon. Und ich weiss, ich bin so als Kind, man sieht ja immer so ein Loch im Berliner, was der Konfitüre in Willem. Und ich bin als Kind immer ganz sicher, wo ist echt der da drin getan haben. Denkst du, ist das jetzt einer so oder ist das immer so? Also ich tue lieber zuerst das essen, wenn keiner drin ist. Das letzte hier das haben, wo richtig viel Konfitüre drin ist. Jetzt noch eine letzte Frage. Fühlst du dich eben Montag hier? Jetzt wie ein Freitag? Sehr fühlst du dich voll wie ein Freitag. Merci vielmals, RRO.